So. Immer alles auf. Ja, immer alles auf, was auch immer. Okay. Kaufen wir mal. Sachen verkaufen. Oh Mann, da. Ja, Alberto tut mir echt leid, müsst ihr wissen. Auch wenn er so seltsam gesprochen hat, fand ich ihn ganz sympathisch irgendwie. War eine gewisse schräge Art, aber trotzdem. Aber für seine Behinderung kann er ja natürlich nichts. Ne? Niemand kann was für seine Behinderung. Also deswegen sollte man ihn auch nicht deswegen. Was will der hier? Parfüm. Die Annahme dieser Quest führt zum sofortigen Übergang der Nacht. Nee. Mache ich später. Ich will jetzt kein Parfüm. Meine stinke Zeit liegt hinter mir. Du stinkst, Mann! Sagt nun keiner hier. Ja, ja. Deswegen singt er die ganze Zeit das. Autsch. Was? Der Triller pfeift hier. Tut den Ohren weh. Hört auf. Sonst lockt Zombies an. Was sollt ihr doch wissen? Peacekeeper. Wir sind im Peacekeeper-Gebiet. Hör auf, mich zu verarschen. Und irgendwelche Nebenquests noch oder so, die wir machen können? Wir können die Windmühle ja machen hier. Da drüben ist er. Sind die Peacekeeper wirklich alle geflohen? Letztlich wohl wie ein Geist. Was? Ja, zu viel zum Thema. Die Peacekeeper sind alle geflohen. Die sind immer noch da, oder? Oder wurden die jetzt von Banditen übernommen? Und deine Freunde werden auch gefangen. Das kann ich verflucht nochmal garantieren. Leck mich! Zu dem Kerl, der deine Eier in der Schraubzwinge hat, würde ich netter sein. Ja. Die eine. Tatsächlich, das sind Peacekeeper. Der eine greift mich gar nicht an, die anderen wollen mich angreifen. Okay. Ja, stimmt, weil wir ja nicht gleich hingegangen sind. Deswegen ist das ja alles wieder voll, ne? Deswegen wollte Hakon ja mit uns so schnell wie möglich dahin. Und hat er ja auch geredet. Naja, was soll's. Egal. Hopp.
Also hier rum. Und schon haben wir es erledigt. Scheiße, das haben wir als die Peacekeeper ja gekriegt. Ich hab gedacht, jetzt war, was wird. Ja, falsch gedacht. Toll. Gebe ich den Idioten auch noch ein Windrad. Ich bin ein Depp. Verdammt. Naja gut, jetzt lässt sich nun mal nicht wieder ändern. Was soll's. Was soll's? Scheiße. Okay. Achte in Zukunft drauf. Bekannter Ort. Brauerei. Bekannter Ort. Ja. Ja. Toll. Warum führt hier kein Draht hier rüber? Aber da, wo wir nicht hin wollen, ne? Nicht mitten in den Wagen rein. Wasser für Information. Voll. Was willst du denn hier? Lass die Bienen in Ruhe. Mann. Der Sensenmann. Ja. Okay. Danke für die Gastfreundschaft. Ja, kein Peacekeeper-Territorium. Hier spielt der Zusammenhalt noch eine Rolle. Hier da oben. Ich hoffe, dass sich Jack Matt um diese verdammten Abtrünnigen kümmert. Ich will nicht, dass mein Name irgendwo auf einem Gedenkstein in den Straßen landet. Ja, dann lass doch die Peacekeeper gleich. Wäre das besser dann? Okay. Hakon! Na endlich, Mann! Los jetzt! Als Jana hörte, dass du kommst, ist sie mit Sarah abgehauen. Sie mögen dich wohl nicht besonders. Hm. Wo sind wir? So eine Scheiße! Bleib cool, zeig. Zeig, ich helfe dir. Scheiße! Warte! Zeig mal, ich helfe dir.
Ganz ruhig, das wird schon wieder. Was ist das? Die Wunde durch den Lazarus? Also hast du Lukas getötet? Ohne den Schlagring hätte die Sache bloß ein paar Sekunden gedauert. Ich dachte, er wäre ein besserer Kämpfer. Was redest du da für einen Scheiß? Mit der Wunde kann ich es auch zugeben, also oder? Also hast du sein Tattoo rausgeschnitten und es Barney verpasst? Waltz hat seinen Tod befohlen. Du arbeitest für Waltz und sagst nichts? Du Stück Scheiße. Du kapierst nicht. Waltz hat mich umgebracht, genau wie Dylan. So wie jeden, der rebelliert. Ich muss hier weg, okay? Ich konnte es dir nicht sagen. Wieso? Du weißt, dass er es war, der mich als Kind gefoltert hat. Ich habe es dir nicht erzählt, um dich zu schützen. Wenn du wirklich was rausfindest, was über deine Schwester rausfindest, bringt Waltz dich um. Wo ist er? Da, Kacke! Wo ist Waltz? Wir wollten uns unter der Elektroautofabrik treffen. Im GIE-Tunnel. Aiden, ich schaff das hier nicht, okay? Die machen mich platt. Willst du abhauen? Willst du jetzt abhauen? Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll jetzt. Jetzt, nachdem da jetzt bekannt ist, dass er das war. Ich werde es garantiert bereuen. Für das, was du getan hast, solltest du sterben. Ja, du hast ja recht. Erst finde ich diesen Scharfschützen. Im Ernst? Das würdest du tun? Leben gegen Leben. Danach sind wir quitt. Hoffentlich bereuen wir das nicht. Siehst du den Scharfschützen? Nein, nichts. Nimm dein Fernglas. Schnauze. Auf deine schlauen Tipps höre ich nicht mehr. Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut. Belassen wir es dabei. Okay. Boah. Scharfschützen. Diese Bolzen fliegen weit und schnell. Ach, machst du nicht so. Such dir ein Versteck. Meinst du, die Info wäre neu für mich, Hakon? Hier, wir haben wieder einen Kampfpunkt. Okay, was nehmen wir denn jetzt? Kampfpunkt. Ich glaube, das wäre ganz gut jetzt in dieser Situation. Wer weiß, wofür das am Ende. Ich meine, ja, der Scharfschütze schießt ja mit Pfeilen auf uns, dann können wir das ja eventuell abwehren, ne? Wenn. Ne, wenn. Mal schauen. Erstmal rausfinden, wo er ist. Hier können wir auch nicht wirklich viel sehen. Hier vielleicht. Auf dem Berg garantiert nicht. Okay, wir haben hier keine freie Sicht. Scharfschütze, da haben wir ihn. Wunderbar. Müssen wir da nur rüberkommen? Okay. Warum nicht? Warum nicht? Wenn es hier ist. Pass auf all den Giftmüll auf. Das sehe ich selbst, Hakon. Oh, Stromwerk. Wer da oben ist. Oh, oh, oh. Was jetzt? Ah, Mist. Shit. Okay.
Schmeiß mir Molotovs, der Arsch. Na, das ist doch hoch. Au. Hilf. Verdammt, Hakon. Ich bin zu auffällig. Das Sack hat Augen wie ein Adler. Ich seh ihn, ey. Er ist auf dem Dach. Los! Okay, ich mach ja schon. Ruhe. Nein! Ich drück immer zu schnell hintereinander die Tasten. Okay, jetzt haben wir wieder was. Wir haben jetzt einen Parcourspunkt. Okay. Weiter Sprung können uns ganz gut nützlich sein. Mann! Warum greifst du denn die Leiter nicht, du Aiden? Super. Weiter, schneller. Boah. Manchmal verstehe ich echt die Technik nicht, dass der dann nicht das angreift, was ich. Ja, so. Ja, ich muss irgendwie hinter ihn. Ja, irgendwie ist gut. War ich so? Dieser Wellenpill nervt. Der ist zu gut. Wer will dich sonst noch töten, Hakon? Aether? Die PKs? Ich komme mit dem Zählen nicht mehr nach. Also so gut wie jeder. Und eingeschlossen. Wenn man so genau nehmen möchte, oder? Oh ja. Dieses Arschloch. Wer hat dich geschickt? Der Weihnachtsmann. Das kann dir scheißegal sein. Au. Such dir deine Freunde besser aus. Warum bist du hinter Hakon her? Ist das wegen Lukas Tod? Sag Hakon, die Sache ist noch nicht vorbei. Hey. Warte, hey! Hier hat einen Gleitschirm. Ich will auch. Hakon, lebst du noch? Meine Uhr läuft noch. Hakon, sie ist abgehauen. Aber du bist in Sicherheit. Vorerst. Sie? Das war eine Frau? Fuck. Ja, und ich glaube, sie mag dich nicht. Klang nach was Persönlichem. Persönliches, hm? Da kämen viele in Frage. Aber ich weiß, wer es ist. Nimm dich vor ihr in Acht, Aiden. Sowas Gefährliches wie die ist dir selten begegnet. Werde ich mir merken. Jetzt gehe ich zum Zentralring.
Nimm dich vor Walls in Acht, Aiden. Im ganzen Stadtzentrum sind Abtrünnige aufgetaucht und er arbeitet mit ihnen. Er sucht nach dem Schlüssel, den du hast. Ich habe keinen Bock mehr, auf dich zu hören. Sophie, ich brauche deine Hilfe, um ins Zentrum zu kommen. Der Kerl, der mich dorthin bringen sollte, es wurde kompliziert. Sie haben sich im Tunnel verbarrikadiert. Ich kann dir nicht helfen. Aber unsere Vereinbarung. Entspann dich. Hör zu. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ein alter Tunnel unter den Hügeln, in der Nähe des Tango-Motels, wurde von Schmugglern genutzt. Nicht mal die Peacekeeper wussten davon. Er ist schon seit Jahren geschlossen. Wenn es dir aber gelingt, die Generatoren in Betrieb zu nehmen, könntest du ins Stadtzentrum gelangen. Und das erzählst du mir erst jetzt? Entschuldige, Aiden. Ich möchte dir helfen. Aber vor allem musste ich dem Bazar helfen. Viel Glück, Pilger. Ja, na toll. Super. Ja. Wohin müssen wir jetzt? Ganz da hinten. Na gut. Ich denke mal, wir sollten erstmal ein paar Nebenaufgaben, damit wir ein bisschen stärker werden, noch, wo wir weitergehen. Haben wir das Bilden im späteren das noch nach das Nachsehen, ne? Okay. Dafür noch mal wieder zum Bazar zurückgehen können. Ja, mal gucken, ne? Ja, ich würde sagen, wir gucken erstmal nach dem Bazar, wie er jetzt aussieht. Da gibt es ja da auch Nebenquests ja noch. Ja. Komme ich jetzt hier am besten runter. Überall ist verseucht. Verdammt. Diesen Klumpen da. Was? Sollen wir die Untunter machen? Ja, ja. Oh, die haben hier. Irgendwer hat hier alles in Brand gesetzt. Naja, wir waren es auf jeden Fall nicht. So viel ist sicher. Aha, hier sind wir so. Irgendwo müssen wir ja hier jetzt runterkommen. Ach, okay. Hier runterrutschen. Oh, nicht so weg hier. Die kommen alleine zurecht, die Peacekeeper. Als andere kriegen die auch hin. Und wenn nicht, dann haben sie Pech. Wer sich so arschig benimmt, hat auch keine Hilfe verdient. Beim Clown erwischen, verlierst du eine Handkunde. Keine Ordnung ohne Steiger. Mal sehen, wer hier welche Hand verliert, hä? Ich möchte gern Peacekeeper.
Oh, das war zu früh. Oh. Mal sehen, wie es beim Bazar jetzt aussieht. Ich sage ständig, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten. Okay. Hast du dir nie dabei gedacht? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der einen Auftrag so gründlich vermasselt hat. Ich dachte, ich könnte ihnen trauen. Du hättest es nicht schlimmer vermasseln können. Du hast gut reden. Du hast mich dabei. Das bedauere ich sehr. Die liegt hier immer noch rum. Ja. Als wäre nichts geschehen fast, ne? ja. Ich sag dazu nichts. Kaufen wollte ich nicht kaufen. Ich habe hier gar nicht. Nee, er ist verpackt. Ich frage mich, was zur Hölle im Zentralring vor sich geht, seitdem die PKs den Vorgang eingeschränkt haben. Ein bisschen. Das Schlimmste ist, dass die Ausrüstung weg ist. Soll das ein Witz sein? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen. Du kannst es hier wegen dem. Ach, er ist auch wieder da. Und zwar schnell. Zivilisation ist bloß eine Laune der... Umstände. Ha, wusste ich doch. Ändern in Aufgabe für mich? Gar nichts? Traurig. Also sind sie zurück. Die Night Runner? Wirklich? Upgrade. Ausdauer. Ja, Pfeile. Giftmod. Namen. Ach nee, die können wir noch kaufen. Upgrade ist daneben. Okay, hier ist Upgrade. Molotovs, Falschkörper, Wurfmesser. Funke. Piano. Schön. Okay, weiter geht's nicht. Wir brauchen mehr von diesen infizierten Marken dafür. Naja, gut. Okay. Na, komm schon. Ich
Ich verlasse den Bazar heute nicht. Der Wind kommt aus Osten, das ist ein schlechtes Omen. Ach, echt? Der Niedergang überhaupt stattgefunden hat. Die einzige Zeit, in der ich lachen kann. Aber letztlich. Okay. Hier gibt es sonst keine wirklichen Nebenaufgaben in dem Bazar. Na gut. Mal gucken, aber hier noch. Heiratsvermittler. Essenz des Überlebens. Okay. Parfüm. Ach ja, das hatten wir ja eben schon. In diesen komischen Typen. Die ultimative Waffe. Ich glaube, wir sollten diese Militärdinger mal absuchen. Finde ich. Dann können wir auf jeden Fall auch stärker werden mit den Hemmstoffen und so. Ja, ich würde sagen, das sollten wir als nächstes machen. Ne? Gehen wir mal gleich hier lang. Gut. Ja, dann auf geht's.